Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Gradwald, in Grünschatten, nicht Gradwald. Und wir sind jetzt hier nicht ganz so in der Nähe, aber doch ein bisschen in der Nähe von der Quest, wo ich eigentlich hin wollte. Die Bestien von Falestinensi. Das ist hier bei dem Falestinensi Frühlingsstätte. Bei den Falestinensi Frühlingsstätte. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Deutsch drauf. Könnt ihr wahrscheinlich schon erahnen, dass es noch früh am Morgen ist gerade und ich noch nicht so ganz wach bin innerlich. Moment, das war aber doch jetzt hier, oder nicht? Oh, hi. Oh, ich bin mittendrin. Sag mir das doch einer. Das ist meine Wäsche. Ja. Ja, das ist deine Wäsche. Da kann ich doch nichts für. Ach, der ist hier. Ah, Hallöchen. Psst, ihr da. Ja. Helft mir, bitte. Ja, mach ich. Worum geht's? Manche Leute. Ich werde zahlen, was ihr auch fordert. Helft mir einfach. Ich gebe alles, um sie zurückzubekommen. Ich will 1 Million Gold in Bar und ein kleines Eigenheim in Tamriel. Ist das okay? Dieses Zwinkern, heißt das ja oder nein? Wen zurückholen? Pariel. Meine tapfere, mutige, geliebte Pariel. Meine Frau. Die Waldorks haben uns gefangen genommen. Sie taten uns Unaussprechliches an. Sie wollten mich töten. Sie wollte nicht mit ansehen, wie ich sterbe. Sie hat sie alle getötet. Aber jetzt ist sie verschwunden. Wie konnte sie entkommen? Wie seid ihr freigekommen? Pariel hat unseren Pakt mit Ifre gebrochen. Sie hat Hyrcine, den Herrn der Jagd, angerufen. Er hat sie verändert. Jetzt muss ich ihr auf Ifres Geheiß hin ein Ende machen, bevor sie jemand anderem etwas antut. Sie flüchtete in diese Höhle. Sie kennt meinen Geruch. Ich komme nicht an sie heran. Sie ist ein Werwolf. Ja, verstehe. Nun gut, ich werde nachher suchen. Aber du weißt, dass auch Werwölfe gut sind. Ja, ich bin mit dem Charles kein Werwolf, aber grundsätzlich bin ich auch ein Werwolf. Sie ist nicht bei Verstand und voller Wut über unsere Behandlung. Wenn sie auf euch zukommt, bitte, überwältigt sie, aber tötet sie nicht. Gut, können wir hoffentlich hinkriegen. Ihr wollt eure eigene Frau töten? Seid ihr bescheuert? Ich habe keine andere Wahl. Was Pariel tat, läuft dem grünen Pakt völlig zuwider. Sie hat sich selbst zu einem Ungeheuer gemacht und sie kann sich nie mehr zurückverwandeln. Ich kann sie nicht weiter so ungezähmt umherstreifen und andere einfach abschlachten lassen. Das bin ich ihr schuldig. Moment, Moment. Ich kann mich zurückverwandeln. Wie spüre ich eure Frau auf? Wie es jeder Jäger tun würde. Sucht nach Hinweisen in der Höhle. Hier ein umgeknickter Stängel, dort zertrampelte Erde. Alles, was darauf hindeutet, dass sie unlängst vorbeikam. Ihr sagtet, dass Hyrcines Pariel... Achso, dass Hyrcine Pariel verändert hätte? Ja, den Geschichten zufolge erhielten die Bosmer ihre Gestalt von Ifre. Sie symbolisiert den Bruch mit unserem wilden Wesen. Pariel hat den Herrn der Jagd angerufen. Sie gab ihrem wilden Wesen nach und schlachtete die Orks ab. Sie tat es nur, um mich zu retten. Das ist aber doch was Gutes. Was genau ist Pariel jetzt? Ich weiß es nicht. Die Veränderung setzte fast sofort ein. Es war wild, schnell, brutal. Die Waldorks waren nicht wiederzuerkennen, als sie mit ihnen fertig war. Aber sie ist meine Frau. Ich kann sie nicht leiden lassen. Sie leidet ja auch nicht in ihrer Gestalt. Sie leidet nur, weil du sie jetzt gerade hier, ne, ausstößt. Das ist... Wenn jemand halt etwas anders drauf ist, als wie man es gewöhnt ist, dann muss man sich halt damit darauf einlassen, sage ich mal. Dann kann man doch denjenigen nicht ausstoßen. Etwas Großes ist erst kürzlich an dieser Pflanze vorbeigegangen und hat mehrere Stängel abgebrochen. Es hat sich tiefer in die Höhle begeben. Wow! So was wäre ich nie gekommen. Die Frage ist jetzt nur, muss ich die angreifen? Ach, Funke. Funke, ich glaube, dich muss ich gleich mal ausschalten, oder? Also Funke, es tut mir leid. Ich muss dich mal rausnehmen. Ich bin mir nämlich ehrlich gesagt nicht sicher, ob Funke die nachher angreift. Etwas hat riesige Abdrücke in diesen Schlamm hinterlassen. Es scheint auf 4 statt auf 2 Beinen gegangen zu sein. Ich habe aber eigentlich den Apfelkorb angeklickt, aber okay. Boah, geht das da tief runter.
Hallo. Hallo, Leiche. Das Genick dieses Waldorks wurde mit unglaublicher Kraft gebrochen. Eine Blutspur führt über den Klippenrand und große Klauenspuren befinden sich im Felsen. Anscheinend ist etwas hinuntergefallen. Das heißt, ich muss mich auch hier hinunterlassen, oder? Ja, da ist... Komme ich denn da? Aber da sterbe ich doch, wenn ich da runtergehe. Kann ich hier komplett runter? So, das war Zinnflöz. Da ist ein Buch. Hallöchen, Buch. Das Geschenk der Nereiden. Ich weiß nie, wie man es richtig ausspricht. Könnt ihr euch auf jeden Fall gerne durchlesen. Die Frage ist nur, führt dieser Weg runter? Ne, der führt nur raus, ne? Grünschatten, naja. Puh, da muss ich da runterspringen, so wie es aussieht. Na gut. Ich kann auch kein E drücken oder so. Ich habe nichts gesagt. Okay. Alles gut. Alles gut. So, da ich jetzt hier gerade am Verfolgen bin, kann ich ja mal die ganzen Sachen eben mitnehmen. Oh, weitere Leiche. Hoppala. Ja, ist ein Ork. Getrocknetes Blut klebt an diesen Blättern und dem Felsen. Blutige Abdrücke führen nach Osten. Und ein Fisch liegt hier. Schnapp ihn dir, Schätzelein. Wo ist Osten? Da ist Osten. Du bist ein Bär. Du bist ja gar kein... Ja, Entschuldigung. Alles gut? Komm mit. Braver Bär. Komm mit. Komm mit. Wir wollen, dass du wieder zu deinem Liebsten kommst. Moment, ich muss mal kurz hier noch was rausholen. Ich kann ja nicht für... Wo läuft der denn? Hallo? Sie hat ihren Liebsten gehört und läuft einfach weg. Halt! Tut dir nicht weh! Nein, habe ich nicht. Hab ich bin es. Ja. Hallo? Warte doch nicht. Oh, Geliebte. Was ist mit euch geschehen? Ich war's nicht. Ich sollte sie nur bändigen, stand da. Oh, die Arme. Sie ist verletzt. Habt ihr sie verwundet? Hallo? Was habe ich denn gerade gesagt? Nein. Sie hat mich angegriffen. Ich habe sie gebändigt, wie ihr es erbeten hattet. Gebändigt? Ja, ich verstehe. Es tut mir leid. Jetzt lasst uns bitte allein. Ich habe mein Bündel am Eingang der Höhle gelassen. In ihm ist alles Gold, was ich habe. Es gehört alles euch. Warum habt ihr es so eilig, mich loszuwerden? Es tut mir leid. Ich war verzweifelt auf der Suche nach Hilfe. Verzweifelt genug, um die Wahrheit etwas einzufärben. Pariel hat das hier getan. Sich selbst geopfert, um mich zu retten. Wie kann Ifrit von mir verlangen, dass ich sie töte? Ich liebe sie. Ich kann sie nicht wie einen gemeinen Wolf abschlachten. Das heißt jetzt was? Dass er sie nicht umbringt. Warum sollte ich sie denn aufspüren? Das ist der einzige Weg, wie wir zusammen sein können. Ich werde zu Hesine beten und bis ans Ende unserer Tage an der Seite meiner Frau jagen. Aber lasst uns jetzt bitte allein. Das geht nur Hesine und mich etwas an. Also ich kann dir jetzt wirklich nur den Vorschlag machen, dass du sie vielleicht erstmal versorgen solltest, weil als Bär könnte das ein bisschen schwer werden, sie zu versorgen. Tut das nicht, wenn ihr euch selbst in eine wilde Bestie verwandelt, hat sich eure Frau für nichts und wieder nichts geopfert. Ja, hat sie nicht, sondern wäre auch irgendwo richtig, aber ich sag mal, so können die wenigstens zusammen sein. Und ich denke mal, das würde die Frau auch wollen. Und wenn die halt als Bären zusammen sein können, nur... Ja. Nun gut, ich werde euch eurem Ritual überlassen. Danke für euer Verständnis. Nach der Verwandlung werden Pariel und ich diese Höhle verlassen und tiefer nach Valenweit hineingehen. Doch ihr solltet nun besser fort.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich während der Verwandlung noch beherrschen kann. Jedes Mal, wenn ich leider einen Bären töten muss, weil er mich angreift, werde ich an euch denken. Tonoras. Das klang jetzt vielleicht irgendwie seltsam, ich weiß es nicht. Und mit dir, da kann ich nichts tun. Och Mann, die hat so viele Schmerzen, die leidet. Oh, ich bin falsch rum. Das ist doch gemein. Obwohl ich noch nicht so genau weiß, warum sie überhaupt Schmerzen hat, weil, ne? Ihr ging's ja gut. Ach da. Wie versprochen hat Toronas seinen Rucksack am Höhleneingang zurückgelassen. Ihr durchwühlt den Rucksack und findet die Bezahlung, die Toronas euch geboten hat. Kopfbedeckung, Kleidung des Schattentänzers. Also das war das Set. Ich kann heute irgendwie nicht mal reden oder lesen oder sonst irgendetwas. Und ein wenig Gold. Ja, es tut mir leid. Wie gesagt, das ist heute irgendwie zu früh. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Hier unten sind wir. Wenn ich ein Stückchen weiter geradeaus laufe, dann sind wir bei den Falinesti-Gläubigen. Das passt auf jeden Fall noch zu dem hier. Und das ist wahrscheinlich ja noch die Quest, die ich eigentlich machen wollte, so wie es aussieht. Nur, dass ich nicht gewusst habe, dass es die Quest war. Ich wollte ja eigentlich die Quest machen hier zu dem Bereich. Mal schauen. Irgendwo muss der Typ doch, oder sie, stehen. Hallöchen. Du bist auf jeden Fall jemand anders. So. So viel Blut. Die Schreie. Ich kann sie immer noch hören. Oh, göttliche. So viele Schmerzen. Was ist los? Wir waren insgesamt 6. Die Falinesti-Gläubigen. Waldorks haben sich an unserer heiligen Stätte niedergelassen. Wir wollten nur mit ihnen reden, um sie davon zu überzeugen, sich woanders niederzulassen. Wir wollten keinen Ärger. Ich nehme an, ihr seid trotzdem auf Ärger gestoßen. Sie haben die anderen gefangen. Halalin, Fanreel, Nilas. Sie wurden weggebracht, um sie zu foltern und wer weiß schon wozu noch. Oh, ihr Göttlichen. Was ist, wenn sie tot sind? Ich hätte kämpfen sollen. Ich hätte ihnen die Kehlen aufschlitzen sollen. Ich bin davongelaufen. Warum bin ich nur davongelaufen? Bleibt hier. Ich hole eure Freunde aus dem Waldorklager. Ich wünschte, ich wäre nicht gerannt. Ich bin kein Kämpfer, nicht wie Halalin und Nilas. Tja, was soll man sagen? Ich habe eure Freunde getroffen, Pariel und... Ach so! Ach, jetzt kommen mir die Namen erst bekannt vor. Pariel und Tonoras sind den Waldorks entkommen. Ifre sei gepriesen. Alles ist besser, als auch nur noch einen einzigen Augenblick in der Gewalt der Waldorks zubringen zu müssen. Ich weiß nicht, ob er das als besser einstufen würde. Erzählt mir mehr über die Falinesti-Gläubigen. Wir kümmern uns um die uralten Stätten, an denen Falinesti erschien. Wir schützen die Stätten in Abwesenheit des großen Baumes und sorgen dafür, dass sie bereit für seine Rückkehr sind. Der große Baum? Falinesti, die wandelnde Stadt. Es ist ein großer, uralter Baum. Größer, als man ihn sich vorstellen kann. Er zieht von Stätte zu Stätte und nimmt seine Gläubigen mit sich. Wo ist Falinesti jetzt? Niemand weiß es. Falinesti ist verschwunden. Manche mutmaßen, die Gläubigen hätten ihre Pflichten schleifen lassen und der Baum hätte uns verlassen. Doch ich gehöre nicht dazu. Ich nicht. Der Baum kommt zurück. Eines Tages muss er zurückkommen. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könnt einfach in ein Lager der Waldorks hineinspazieren? Ihr versteht das nicht. In der Vergangenheit respektierten die Waldorks diese uralten Stätten. Sie hätten es nie gewagt, eine von ihnen zu entweihen, indem sie sich dort niederlassen. Bis heute. Wir wollten sie daran erinnern, doch diese Orks scheren sich keinen Deut um unsere uralte Lebensweise. Sind eure Stätten nicht schon vorher angegriffen worden? Vor langer Zeit, ja. Doch diese Angreifer lebten nie lange genug, um davon zu berichten. Früher war es so, dass alle Bosmer, und nicht nur die Gläubigen, die heiligen Orte gemeinsam verteidigten. Die Untoten haben das geändert.
Die Untoten sind überall. Niemand kann die Orks mehr vertreiben. Ja, dann retten wir doch mal die drei Gläubigen. Ich hab zwar eigentlich gedacht, wir müssen das jetzt doch nicht mehr machen. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt wegen den... An ihren Namen erinnern. Ja, den weiß ich auch nicht, aber ich muss euch leider umbringen. Tut mir leid. Ich weiß, ich habe auch eine Ork-Dame. Oh, das ist sehr schön. Ja, vergiss das. Ihr? Wer seid ihr? Eganor schickt mich. Ich bin hier, um euch zu befreien. Ich hätte nicht gedacht, dass uns noch irgendwer helfen könnte. Vielen Dank. Wisst ihr, wo die anderen sind? Turunas und Pariel sind fort. Die Waldorks haben sie mitgenommen. Ich habe sie schreien hören. Ich erwarte nicht, sie wiederzusehen. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ja, die werdet ihr auch nicht mehr wiedersehen. Zumindest nicht so. Haltet still und lasst mich diese Fesseln lösen. Bitte, lasst nicht zu, dass sie mir etwas antun. Nicht noch einmal, nicht wie... Ich bitte euch. Ja, dann lauf. So. Wo muss ich denn hin? Na, hier. Oh, was ist mit dir jetzt nicht in Ordnung? Was haben wir denn jetzt hier? Och, noch einer. Hallo? Wäre nur schön, wenn ich mal sehe. Ach, der greift mich an. Was will der denn jetzt von mir? Noch einer. Alter, kann man hier mal die Leute befreien einfach? So. Ihr da. Ihr gehört nicht zu diesen Wilden. Schnell, befreit mich. Woran hast du das festgemacht? Weil sie mich angegriffen haben? Eganor schickt mich. Ich hole euch hier raus. Raus? Nein. Nicht nach dem, was sie getan haben. Diese Waldorks haben diese heilige Stätte geschändet. Sie spucken auf die alten Bräuche. Sie haben die Gläubigen gefangen genommen. Meine Brüder und Schwestern. Und sie haben uns gefoltert. Die Waldorks werden in gleicher Münze dafür bezahlen. Lass mich raten, ich muss jetzt irgendwas abfackeln. Wie wollt ihr das bewerkstelligen? Mit Tod. Tod aus den Bäumen, Tod aus dem Gras, Tod aus dem Nebel, dem Wasser und den Felsen. Diese Waldorks mögen den Tod nicht fürchten, aber sie werden mich fürchten. Kann das sein, dass wir ein leichtes psychisches Problemchen haben? Lasst mich euch erst von diesen Fesseln befreien. Trefft mich unter der Waldorkfeste. Die Orks müssen bezahlen. Okay. Macht mir ein bisschen Angst, aber okay. Oh. Du hast mich nicht gesehen, das ist gut. Will ich wissen, was mit dem passiert ist und warum der hier quasi nackt rumliegt? Dieser Bosma wurde zu Tode gequält. Da kann man nichts mehr tun. So kann ich hier nicht reiten. Ja! So, wo soll ich sie jetzt treffen? Keine Ahnung. Aber hier vorne muss ich auf jeden Fall hin. Achso, an einer Feste hat sie gesagt. Genau. Ah, wo ist sie denn jetzt? Da unten. Wieso versteckst du dich hier? Sag's mir. Ihr habt mich gefunden. Gut. Ja, war ein bisschen kompliziert, aber ich hab dich gefunden. Was ist euer Plan? Es bringt gar nichts, das Fußvolk zu töten. Diese Waldorks feiern Gewalt. Ihr Häuptling ist achtlos mit dem Leben seiner Krieger. Nein. Wir müssen Heim und Herd des Häuptlings zusetzen. Wie? Der Kriegshäuptling darf nicht sterben, bis er meinen Schmerz und den Schmerz meiner Gläubigen verspürt hat. Er wird mit ansehen, wie seine Angehörigen ermordet werden. Einer nach dem anderen. Er wird toben und heulen. Erst dann werde ich ihm den Tod gewähren. Okay, sie hat definitiv ein psychisches Problem. Ihr wollt seine ganze Familie ermorden? Ein Leben für jeden meiner Gläubigen. Duschgor, sein Folterknecht. Rog, sein Sohn. Tuschlek, sein Jagdweib.
Grashla sein Herdweib. Erst wenn sie alle tot sind, werde ich es Häuptling Gorsesch erlauben, selbst zu sterben. Also die Sache mit dem Folterknecht unterstütze ich. Der Rest, was würde das lösen? Lösen? Ihr tut so, als ob das eine Art Rätsel wäre, das es zu entschlüsseln gilt. Der einzige Weg, um das zu verhindern, besteht darin, eine unmissverständliche Botschaft zu schicken. Die Art von Botschaft, die selbst orkischer Abschaum versteht. Helft mir oder geht mir aus dem Weg. Also meine Entscheidung ist eigentlich sehr schnell klar. Ich kann jetzt nicht zulassen, dass die hier seine ganze Familie tötet. Es ist blinde Rache. Abgesehen davon, dass das jetzt auch natürlich da steht, wo man einfach weiterklickt und Zenimax das quasi als den richtigen Weg so gesehen kennzeichnet. Ich weiß aber nicht, was mit ihr passiert, wenn ich sie jetzt einfach... wenn ich ihr jetzt helfen, also andersrum, wenn ich ihr nicht helfe, weiß ich nicht, was mit ihr passiert. Also wahrscheinlich werde ich jetzt ihr Todesurteil unterzeichnen. Andererseits kenne ich die Waldelfen nicht als rachesüchtiges Volk. Die ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was da so genau alles bei ihrem Kopf lebt, aber ich helfe euch nicht bei eurer blinden Rache. Ihr seid auf euch allein gestellt. Dann geht. Findet Elganor und holt euch eure Belohnung. Aber erzählt ihm auch von Halalins geschändeter Leiche und dass ihr mir nicht helfen wolltet, ihn zu rächen. Ich werde dem selbst ein Ende machen. Das saß jetzt wirklich. Hallo, wieso kann ich nicht... Also das mit der geschändeten Leiche, ja. Ja! Was soll ich dazu sagen, ne? Wo ist er denn? Da. Ich habe nicht so gute Nachrichten. Oh. Nilas ist zurück. Hab Dank. Was ist mit den anderen? Die gerade durch dich durchgelaufen sind, oder? Es kehrt niemand mehr zurück. Fanrel will ihre Rache. Verdammte Fanrel. Sie hätte sich bei uns Hilfe holen sollen. Die Gläubigen sollten gerecht werden. Aber sie wird niemals allein Erfolg dabei haben. Doch ich kann es euch nicht verübeln, dass ihr euch die Hände nicht schmutzig machen wollt. Ihr habt schon mehr getan, als wir euch je vergelten könnten. Vielen Dank. Ja, ihr habt es geschafft. Ich habe jetzt irgendwo ein schlechtes Gewissen. Aber was soll ich machen? Soll ich da reinstürmen? Soll ich jetzt zwei, in Anführungszeichen, unschuldige Frauen, also Orkfrauen, sterben lassen, damit der Typ halt sauer wird, dem seinen Sohn sterben lassen, damit der sauer wird? Blut oder Rache ist halt niemals die Lösung. Und gerade von euch Waldelfen hätte ich erwartet, dass ihr das definitiv versteht. Ja, wir haben schwere Schuhe in undurchdringlich bekommen und halt Gold. Was soll ich sagen, was soll ich sagen? Ihr seht es oben rechts auch auf der Karte. Hier der Bereich mit dem Baum ist jetzt abgeschlossen. Ich finde sowas immer... Achso, Funke ist gar nicht mehr draußen, genau. Ich finde sowas immer ein bisschen schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Weil man möchte halt doch irgendwo so handeln, wie man ja in der Realität auch handeln würde. Und Rache ist halt, wie gesagt, keine Option. Egal, worum es geht, Rache ist keine Option. Und schon gar nicht so, wie die das eben gemacht haben. Klar, die ist jetzt blind vor Rache, weil sie gesehen hat, wie der Typ jetzt da misshandelt worden ist. Ich vermute mal, dass da zwischen den beiden vielleicht auch mehr gelaufen ist. Fragezeichen, ich weiß es natürlich nicht. Ja. Es lässt mich so ein bisschen mit schlechtem Gewissen jetzt zurück, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir hier erstmal einen kleinen Cut machen.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier in der Umgebung wieder, wenn wir ein oder zwei andere Quests noch hier in direkter Umgebung machen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!